Oh, hat das lange gedauert. Da leck mich doch ein Zuckerli. Freunde der guten Sonne, Freunde der guten Nachtmusik, es ist mir ein innerliches Delfinstreicheln, also holla die Waldfee. Das hat aber lange gedauert. Und zwar ist sie endlich da. Ja, es gibt ein bisschen Strom hier bei uns. Und zwar ganz, ganz klar natürlich, es ist etwas Leckeres, was nicht zu groß ist. Und dementsprechend werden wir gleich ein Unboxing machen für dieses nette Teil. Und zwar ist es definitiv... Ach, die Pro, wunderbar. Es ist auf jeden Fall die Pro, nicht falsch oder irgendwas falsch gegangen. Also von daher, die Echo Flow. In der Pro-Version, das heißt, die hat ein bisschen mehr Wattstunden spendiert bekommen gegenüber der Max. Hier kann man noch ein Zusatzpackage an Batterie dazu kaufen. Das werde ich auch einblenden. Und ich habe die Delta bestellt gehabt. Die hat doppelte und konnte 1800 Watt Dauerleistung bringen. Aber... hat Amazon mir nach 3 Tagen gesagt, ist nicht mehr lieferbar. Die hier war dann auch nicht lieferbar. Dann war sie wieder lieferbar. Dann habe ich sie jetzt doch bekommen. Dann war sie nicht mehr lieferbar. Und jetzt ist aber Amazon auch wieder zu kriegen. Könnt ihr euch unten auch gerne nochmal angucken. Den Link habe ich auch natürlich verlinkt. Also Link verlinkt, ihr wisst schon. Wow. Dann mache ich mal die Hauptverpackung aus und dann aus. Auf mache ich den natürlich auf. Und dann gucken wir gleich mal. Jui. Ach, herrlich. Also, da haben wir sie. Doch, haben wir sie. Da sieht man sie natürlich erstmal hier schön in der Verpackung. Da auch nochmal ganz klar die Pro. Das ist die Euro-Version natürlich logischerweise. Dementsprechend gucken wir uns das Ganze mal noch von der Seite an. Da sehen wir nichts. Auf der anderen Seite sehen wir dann dementsprechend nochmal die Produktbeschreibung. In dem Fall hier, das ist 600 Watt Version, 1200 Watt, total 230 Volt natürlich, 50 Hertz. Eh klar. Und Input. Auch natürlich die europäische Version. So, dann will ich nochmal mich kurz, und zwar muss ich noch eine Sache sagen, und zwar 600 Watt, ja, ist der sehr normale Modus, die man da rauskitzeln kann. Wenn euer Gerät aber 800 hat oder 1000 oder 1200, ist das auch möglich. Und zwar gibt es einen X-Boost, den könnt ihr nur in der App aktivieren und dann könnt ihr bis 1800 Watt aus dieser kleinen süßen Boxe rausziehen, ja. Empfohlen werden 600 bis 1200 Watt zwar. Aber man kann also theoretisch auch mal eine Bohrmaschine oder eine Kaffeemaschine, die mal ne, ein paar Minuten da richtig dran zieht, damit betreiben. Das werden wir auch natürlich testen in unserem Testvideo, was dann die Tage folgen wird. Sonst gibt es hier eigentlich relativ ja, spannungsfrei. Spannung kommt dann gleich, wenn wir dann das Ganze mal anschließen, weil diese soll tatsächlich... von 0 auf 80% in einer Stunde laden. Das Netzteil soll das auf jeden Fall schaffen und man kann aber Solar anschließen. Und einige Sachen, die mir bei vielen Akku-Generatoren nicht gefallen. Und zwar gibt es da einige Punkte zu beachten. Und zwar auch, wie sie alle heißen, von Power Oak und so. Ja, da sollen die relativ viel saugen, ja. Das heißt im Klartext, im Null, im Standby, sollen die irgendwelche 50, 60 Watt wegziehen. Und das ist natürlich viel zu viel in meinen Augen. Und hier ist das nicht der Fall. Plus, Display ist sehr gut. Man sieht den Eingang, den Ausgang, kann einzeln noch durchschalten. Und das ist halt das Problem bei vielen anderen Herstellern. Das ist hier, denke ich mal, gut gelöst. Ich habe mir ein paar amerikanische Videos auch angeguckt. Und ich wundere, hier sieht es im Moment aus wie Kraut und Rüben, weil... jetzt die Tage loslegen, dann was die Freizeitparksaison angeht, endlich. Und ja, das große C hat ja zugeschlagen und alle warten noch, dass alle aufmachen dürfen. Das passiert jetzt gerade. So, dann wollen wir mal jetzt da das Ganze auspacken. So, wollen wir mal schauen. Sollte jetzt so funktionieren. Und dann gucken wir doch mal. Also, wundert euch auch nicht, es gibt auf YouTube auch, glaube ich, sehr wenig Videos, beziehungsweise gar keine auf Deutsch. Hat mich auch sehr gewundert. Also von daher, hier wurde viel richtig gemacht, tatsächlich. Sonst wären die natürlich auch nicht direkt so ausverkauft gewesen. Natürlich ist auch ein Problem mit dem Suezkanal gewesen, dass viele Transporter nicht durchkommen. Schiffe natürlich. Schiffe, die was transportieren, so kann man das auch sagen. Und da seht ihr auf jeden Fall schon mal schöne Verpackung, muss ich schon mal sagen. Ja, gefällt mir. Hier in dem edlen Schwarz. Mal gucken wir direkt mal rein, was wir hier haben. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal als erstes Kärtchen. Kleine Guide-Anleitung. Übrigens, bei Amazon und Co. wird nirgendwo beschrieben, dass man dazu auch eine App hat.
die, wenn du bei dem River, bei der River wird dir auf jeden Fall erklärt, aber es gibt tatsächlich auch hier rüber, die App ist dadurch zu steuern, man kann viele Einstellungen erledigen und auch einfach dann das Ganze managen. Das werde ich aber dann noch mal einzeln zeigen, später in dem richtigen Check-Video. Das ist jetzt mehr Unboxing und gucken, was alles dabei ist. Aber hier werden wahrscheinlich, wie es aussieht, die Kabel dabei sein. Und da hätten wir dementsprechend, so wie es beschrieben war, das habe ich mir schon angeguckt, hier ist schon mal ein Klebeklett natürlich fürs Kabel, ganz klar. Und das hier ist das Anschlusskabel, wenn ihr laden wollt, direkt über Solar. Das heißt, ihr könnt die Solarpanels anschließen. Und das ist auf jeden Fall im Lieferumfang mit dabei. Dann ist natürlich hier ein Kabel für Zigarettenanzünder im Auto. Ja, dass man da direkt schön dran kann. Klack. Und das werden wir auch gleich testen dann morgen. Und gleich probieren wir natürlich erstmal das fette Netzteil aus, was natürlich richtig Watt liefern muss. Wir gucken uns auch gleich mal an, wie viel Watt das Ganze hier produzieren muss, damit das auch ordentlich funktioniert. Hier ist nochmal die Bedienungsanleitung und hier auch nochmal die Installation, wie das dann aussieht mit den Solarpanels, wie die belegt sind, die Pole etc. Aber mit was befassen wir uns jetzt erstmal nicht. So, hier habe ich noch ein normales 12 Volt. Kabel, die zählt, oh ja, okay, für logischerweise das Ganze ausgangsseitig dann direkt mit Verbrauchern wie LED-Stripes oder so zu versehen, aber da kommen wir dann im Praxistest dann auch noch zu. So, das sieht schon gut aus, dann wollen wir mal das Ganze hier rausheben. Entschuldigung übrigens für die Kamera, die ich da irgendwie heute ein bisschen einklemmen musste, das ist nicht anders möglich gewesen. So, dann hole ich sie jetzt mal auf. Ist übrigens relativ leicht, ist gar nicht so schwer. Sowieso. Und wie ihr gesehen habt, auch ein Riesenvorteil in meinen Augen. Habt ihr irgendwie das Netzteil gesehen? Habt ihr wahrscheinlich nicht, oder? Nein, ihr habt kein Netzteil gesehen. Richtige Antwort. Es gibt nämlich kein Netzteil. So ist es. Es gibt kein Netzteil, heißt im Klartext, dass wir direkt dann powern können. Das sehen wir auch direkt auf der Seite. Logischerweise, hier oben ist eine Klappe. Wenn ich die öffne, seht ihr da direkt den Netzsteckeranschluss. Das heißt, Netzteil ist verbaut und man trägt nicht noch irgendwie ein Netzteil durch die Gegend. So, Reset-Knopf. Hier ist der Eingang für das Solarpanel und wie gesagt, dann dementsprechend ist ja hier ein Kabel dabei, was dann zweimal das Ganze ausgeliefert wird. Und zwar habt ihr es ja eben gesehen, also zwei Kabel sind dabei. Einmal dementsprechend dann für Kfz und einmal derselbe Anschluss. Einmal dann hier für die Solarpanels oder Panel. Das kommt natürlich jetzt darauf an, was ihr vorhabt. So, sehr schön. Eindruck ist schon mal nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, gucken wir uns mal an. Also Display etc. ist tiptop. Aufkleber und so machen wir später ab. Auf der rechten Seite haben wir dann zweimal normale 230 Volt Ausgänge. Hier ist übrigens das, was ich eben schon angerissen habe. Man kann eine zusätzliche Akku-Bank, eine Station dazu noch kaufen für 499 Euro gerade. Und kann diese hier anschließen, die wird dann mitgeladen und hat dadurch doppelte Kapazität, tatsächlich doppelte Kapazität. Hier die 230 Volt Ausgänge. Auf der anderen Seite haben wir die einfach nichts. Und auf der Seite natürlich, dann habe ich eben gezeigt, die Eingänge. Rein mit dem Strom. Und auf der Vorderseite dann ist das meiste, was natürlich passieren wird. Erstens hat man natürlich Aus- und Einschalter für die ganzen einzelnen Sektionen. Ja, das heißt einmal hier DC On-Off, ganz klar auch. Hier ist nochmal der Anschluss für Zigarettenanzünder 12 Volt und nochmal zwei Ausgänge 12 Volt. Amperezahlen werde ich dann nachher noch euch sagen. Was wichtig bei dieser Bank ist auch das haben die anderen nicht. Power Oak hat irgendwie dazwischen welche, die haben irgendwie nur 30, 40, 45 Watt USB-C. Hier haben wir tatsächlich einen 100 Watt USB-C Ausgang. Da leckt mich am Zuckerli. Einmal ein Licht an, aus. Und Reset. Ja, dann wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir dann gleich dann dementsprechend hier die Powerbank anmachen. Mal gucken, wie sie geladen ist. Zack. Und sie ist auf 30% geladen und würde jetzt 99 Stunden laufen, weil nichts dran hängt. Input, Output ist, denke ich mal, klar. 30% ist die Akkukapazität, gerade die geladen ist. 30% ab Werk also. Und 99 Stunden das, was dran hängt. Dann werden wir jetzt einfach mal ein Handy dranhängen, um genau zu sehen, was dann passiert, wenn ich mein iPhone dranhänge, müsste sich das ja verändern. So, dann habe ich das Kabel auf jeden Fall schon mal da angesteckt. Ich stecke es jetzt in das iPhone ein und dann müsste die Zahl sich dann dementsprechend verändern. Und da seht ihr jetzt, dass wir in dem Fall jetzt hier, ja, das muss ich ein bisschen einpendeln anscheinend, ich habe noch natürlich da wenig Erfahrungswerte. Das ist
schwankt natürlich vom Output her, von den Watts, ja, also 11 Watt, irgend sowas, das Handy lädt halt da ein bisschen unstabil, aber so circa 18, schon 19 Stunden würde das jetzt noch bei den 30% Akku dann hier halten. Es wurde aber auch ganz klar empfohlen von EcoFlow, dass man die erst komplett auflädt und da wollen wir mal gucken, wie viel Watt durch das Netzteil dann hier reinfließen. So, jetzt sind dann beim Einstecken des Netzteils, beziehungsweise des Stromkabels, ist der Lüfter auch angegangen, den hört man wahrscheinlich hier jetzt auch. Da werde ich wahrscheinlich, aber das kann ich natürlich keinem hier empfehlen natürlich, aber ich werde die Lüfter tauschen, ich werde da hochwertigere Lüfter einbauen, die dann um einiges leiser sein werden. Es ist nicht so laut, der Lüfter ist gerade auch am Runtergehen, am Runterhandeln, am Runterdrehen. Aber hier seht ihr jetzt ganz klar, er ist jetzt gerade hier am Hochgehen langsam, 320 Watt, 330 Watt. Da wollen wir mal kurz abwarten, bis der sich eingependelt hat, aber ich glaube, so wie ich es gesehen habe, kann so circa 500 Watt kann da reingeprügelt werden und ja, schauen wir mal, wie weit das hier hochgeht und wie gesagt, auf 80% von 0 in einer Stunde soll das funktionieren, also das ist schon auf jeden Fall Wahnsinn. So, sie ist jetzt ja fleißig weiter am Laden, 374 Watt gehen gerade in die Kiste rein. Wenn ihr Solar anschließen solltet, euer Solarpanel, dann könnt ihr da dementsprechend zwei Panels anschließen, mal einmal 110, das heißt 200 Watt maximal könnt ihr hier reinprügeln. Und dementsprechend 10 Ampere, die ist schon mal schön und auf jeden Fall sieht das doch schon mal ganz gut aus. Ich werde jetzt nochmal das Kabel vom Handy anklemmen, um auch nochmal zu sehen, ob die auch gleichzeitig auch raus und rein gibt, aber so wie ich das gesehen habe, kann sie das auf jeden Fall. Und wie ihr sehen könnt, sieht man ganz normal, dass gerade 9 Watt rausgehen und es kommen 382 Watt rein. Ich gehe davon aus, dass das sich noch auf ca. 500 Watt einpendeln wird. Wir haben jetzt schon 35%, also 5% in ca. 2 Minuten dazu gewonnen. Das ist schon auf jeden Fall ein Wert. Da können sich viele Hersteller auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Mega, mega gut. Hier vorne auf der Seite auch noch ein Licht. Das ist sehr hell, ja. Da haben wir zwei Helligkeitsstufen plus, wie ihr es kennt, mit SOS-Funktion und dann nochmal drauf drücken, ist es aus. Und wenn ich jetzt noch die hier dazu schalte, seht ihr auch da, dass die Lampe angeht. Da, also 12 Volt ist auch mit angegangen. Und jetzt muss ich kurz auf der anderen Seite draufklicken, dass die, da seht ihr den Knopf auch für die 230 Volt. Und die sind jetzt an. Und jetzt gibt es da auch dementsprechend 230 Volt. Ja, gucken wir mal, was wir da jetzt Schönes einstecken können. Ich habe es doch gerade eben noch gesagt, 2 Minuten später hat es sich eingependelt und ihr seht es hier, 606 Watt werden gerade hier reingeprügelt und 9 Watt gerade mal gehen raus, natürlich, weil ich auch nur das Handy dran habe. Das wird sich natürlich ändern, weil wir hier auch eine Soundanlage dran anschließen werden und Licht. Ja, es wird ein paar Moving Heads geben, es wird einen Bass geben, zwei Top-Teile, alles schon ausgerechnet, das wird auf jeden Fall, denke ich mal, gut funktionieren. Wir werden auch die Zusatz-Akku-Bank dazu kaufen, die man, wie gesagt, hier dann anschließen kann. Über ein Kabel, was dann da dabei ist. Und die lädt dann durch und dementsprechend hat man doppelte Kapazität für das ganze System dann. Da bin ich wieder und wir wollten mal kurz noch auf die App eingehen, damit wir das hier schnell durchziehen können. Die App wird automatisch ja, die meisten Funktionen anzeigen. Ich habe in einigen Kommentaren lesen können auf YouTube, dass man sich beschwert, dass man immer mit Wi-Fi verbunden sein muss. Genau das finde ich geil, dass ich nicht immer mit Bluetooth dran muss oder so. Das heißt, die kann auch campen. Ich habe einen Router mit. Ja, ich habe einen Router mit, so ist es halt. Und das heißt im Klartext, ich könnte theoretisch auf dem See treiben und könnte mir trotzdem diese Daten hier alle angucken. Im Moment seht ihr hier dementsprechend, nachdem ihr sie verbunden habt mit dem Netzwerk, dass sie gerade 625 Watt am Laden ist und Output ist 6 Watt. Und zwar bin ich gerade dran und habe mein MacBook Pro auf den Boden gelegt. Zu. Daran sehe ich jetzt mal auch das mal interessant. 5 Watt brauche ich, also ohne dass ich es überhaupt aufgeklappt habe. 65% haben wir jetzt geladen. Unten kann man dementsprechend Licht an- und ausschalten. Beziehungsweise wenn ich da drauf klicke, seht ihr hier noch dann Low, High oder SOS-Funktion. Wieder aus. AC an und DC 12 Volt an, auch auf dieser Ebene. Dann ganz interessant auch Batterie, der Status SOC-Settings von der Batterie. Die Einstellungen kann man sich natürlich nochmal genau durchlesen, das ist überall genau beschrieben. Hier zum Beispiel im System gibt es auch, wenn man da draufklickt, nochmal die Funktion, wann soll die in Standby gehen, wenn keine Last anliegt. Oder das Display, finde ich super interessant, dann kann man das nach 10 Sekunden wieder ausblenden lassen, also das Display geht dann aus. Natürlich Temperatur,
Fahrenheit oder Celsius. Dann haben wir hier einmal ganz interessant diese Charging-Funktion hier ist, wenn ich die auf On klicke, geht direkt die Wattzahl hier oben runter auf 100 Watt. Und der Lüfter wird viel, viel leiser. Zum Lüfter kommen wir gleich noch. Dann haben wir den DC-Mode, Auto MPPT, also für Solar oder Adapter, also fürs Auto. Und dann einmal den Piepton bei einer Menüeinstellung, Piep, Piep, an, aus, Firmware-Version. Und oben rechts, auch noch wichtig, haben wir da noch einen Punkt, was man gemacht hat. Exakt welchen Knopf man wann wie gemacht, gekickt hat, kann man hier nochmal nachvollziehen. Hier ist übrigens auch ein Update im Moment vorhanden. Das habe ich noch nicht geladen, extra weil ich das euch ja mal zeigen wollte. Es wurden ein paar Sachen hier auf jeden Fall aktualisiert. Die Geschwindigkeit vom Lüfter wurde aktualisiert, dass das, wenn das System kühler ist, nicht angeht. Das ist im Moment im Dauerbetrieb tatsächlich an, aber weil die wahrscheinlich am Laden ist. Aber die wichtigste Sache hier unten muss man wissen. In der Beschreibung steht natürlich, dass der Zigarettenanschluss 10 Ampere beträgt. Aber der wurde reduziert auf 8 Ampere. Die werden schon wissen, warum. Alles gut. Ich finde auch 8 Ampere immer noch ausreichend und definitiv in Ordnung. So, dementsprechend könnt ihr hier nochmal nachlesen, was ist. Ich mache das Update jetzt nicht, weil wir ja noch hier kurz am Durchroppen sind. Versionsnummer gut, die können wir uns auch noch angucken. In dem Sinne, hier ist diese Version dann installiert. Und oben rechts, das ist auch noch neu, in der App zumindest, kann man dann draufklicken und sich Hilfe ordern direkt. Ja, das geht über Chat, gibt man noch Feedbacks und dann geht's schon los. Also das finde ich auch eine coole Sache, die man hier dann hat bei der River 600 Pro. Und dementsprechend haben wir die App jetzt auch gezeigt. Das ist jetzt nur ein bisschen auspacken und anschließen auf die Schnelle, weil ich konnte es ja gar nicht anders erwarten, verdammt Axt. Dementsprechend natürlich trotzdem hoffentlich schon mal interessant und in die Tests geht's morgen. Maschinen dran anschließen und gucken, was die Soundanlage sagt, wie viel Watt die braucht. Aber da werde ich ein schönes, langes Video natürlich draus anbasteln. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und hoffe, dass ich auf die Schnelle nichts vergessen habe. Wenn ja, in die Kommentare einfach mal reinhauen, wenn ich was vergessen habe. Und dann werde ich da nochmal drauf antworten. Und mega, mega, mega. Tschüssi, Tschüssikowski.